Thomas Sobotzik mit auf der Bank beim HFC ganz rechts im Bild. Erstaunlich beginnt sein Arbeitsverhältnis. Doch erst offiziell am 1. April. Wir sehen auch Schmuddelwetter in der Arena an der Kaiserlinde. Es regnet Bindfäden rein ins Spiel. Halle in Rot über die rechte Angriffsseite. Tunay Deniz mit der Flanke und da kommt Nik Omladic. Mein lieber Mann, schöner Auftakt. Wir sehen es auch gleich in der nachfolgenden Szene. Nik Omladic, der Kroate, ganz knapp am Pfosten vorbei. Der Kleine ist ja nun wahrlich kein Kopfball-Ungeheuer. Dann mal die Elversberger. Nik Woltemade ist am Ball. Der tankt sich hier schön durch gegen Zaza. Pass in den Rückraum. Timo Gebhardt, saustark gemacht. Und das war's dann mit den Angriffsbemühungen zunächst. Wir sehen's, das passt dem Stretoristisch so überhaupt nicht. Das war viel zu einfach. Nik Woltemade, schwer nur vom Ball zu trennen. Schöner Pass in den Rückraum. Und da Jannik Rochelt, Timo Gebhardt stark. Dann die 42. Minute. Ball ist bei Tore Jakobsen, der mit dem langen Schlag hinter die Kette. Und Luca Schnellbacher. Und plötzlich steht's hier 1:0. Elversberg jubelt. Der Tabellenführer geht in Führung. Wir sehen es in der Zeitlupe. Zaza viel zu weit weg von seinem Gegenspieler. Das ist viel zu einfach. Luca Schnellbacher schon mit seinem 13. Saisontor. Dann ist Halbzeit vor über 5.200 Zuschauern. Und wir gehen rein in die zweite Hälfte. Da ist Halle zunächst im Angriff. Und wenn man eins sagen muss, Halle spielt weiter mutig nach vorn, spielt hier mit. Nico Hug über die linke Seite, Flanke Richtung Fünfer, am Langpfosten. Dominik Stetschik, und er steht genau richtig, macht hier das 1:1. Wir schreiben die 51. Spielminute, 4. Saisontor des Polen. Schön, dass der jetzt so langsam auch ins Rollen kommt. Nico Hug einfach mal auf Verdacht, vorn in den Fünfer und Dominik Stetschik steht da goldrichtig. 1:1, die Moral stimmt. Der HFC, erstaunlich, was der in den letzten Tagen und Wochen hier fabriziert. Dann aber wieder die Elversberger. Zunächst Koffi per Kopf an die Latte und wieder Koffi, der gerade eingewechselt war, ganz knapp am Tor vorbei. Die Elversberger, sie gehen nochmal all in und plötzlich steht Bob Sien wieder frei. 94. Minute, Gebhardt aber macht sich breit. Das war's, Halle hält den einen Punkt fest. Für ein Auswärtsspiel richtig gut von uns gewesen, vor allem in der ersten Halbzeit. Ich glaube, dass wir da wirklich gutes Auswärtsspiel gezeigt haben, dass wir ordentlich Positionierung hatten, dass wir ordentlich Ball auflassen haben, dass wir zu Tormöglichkeiten kamen. Wir dürfen nicht vergessen, gegen wen und was wir heute gespielt haben. Das ist Tabellenerster und zu Recht Tabellenerster. Das Bild des Tages dann zum Schluss. Sretoristic und Horst Steffen Arm in Arm. Beide kennen sich ja aus gemeinsamen Tagen bei den Stuttgarter Kickers, Preußen Münster und dem Chemnitzer FC. Schüler und Lehrer trennen sich also hier 1:1.